Willkommen mit der total passenden Musik, die ich aus Versehen hier reingenommen habe. Aber ich wollte noch den sicheren Stand machen, habe ich ganz vergessen. Sicher und dann hier. Ist nämlich das 22. Level von 24, also das drittletzte. Und dann noch der Boss am Ende. Ich gehe mal davon aus, dass einer kommen wird. Und dann haben wir es geschafft. Nach wie lange spiele ich schon? Ich glaube, Descent 1 habe ich von 2011 bis 2013 gespielt. Mit 115 Videos. Hier sind wir schon bei über 122 Videos. Und das hat von 2013 erst bis 2016 gedauert. Also, ja, dauert eine Weile bei mir. Aber immerhin, ich schaff's auf Insane. Vertigo, aber dauert bestimmt nicht so lange. Ist ja nur ein Add-on. Und das spiele ich auch erst irgendwann. Oh, sind das neue Bombenleger. Neue Fliesenleger, hätte ich beinahe gesagt. Das sieht echt so ein bisschen aus wie ein Fliesenleger. Hallo. Mit so einer Musik hat man eh eine gute Laune. Ist der schon mal tot? Der verfolgt mich. Ich wollte eigentlich speichern, aber dann habe ich mir gedacht, es geht bestimmt schief. Ich habe nämlich noch 100% Shield. Ich habe Homings, die wollte ich auch wieder öfter verwenden. Ich habe zumindest eine Druckwelle mitgegeben, aber ich weiß nicht, ob das mehr war. Kommt der Fliesenleger jetzt nicht nochmal? Haben sie sich alle versteckt? Haben sie keinen Bock mehr? Meinetwegen. Dann fliege ich halt ganz unbeschwert hier durch. So viel zur Unbeschwertheit. Ich würde ja gerne Flash haben und speichern. Natürlich das falsche Fadenkreuz aktiviert. Habe ich erwischt? Nein, nicht wirklich. Ist an ihm vorbeigeflogen. Aber jetzt habe ich die richtige Position. Habe ich irgendwie auch selbst getroffen und von der anderen Seite kommt dann auch noch einer. Wenn viel los ist, dann bringt das nicht so viel. Aha. Aber schön, wie er einfach fliehen will nur und sich gar nicht wehrt. Na gut, ich bin ein bisschen stürmisch, ich weiß manchmal. Hä, was geht denn jetzt ab? Wer bist du denn? Ach, du bist das wieder. Völlig am Durchdrehen. Ist der noch am Leben? Da ist der Guided. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich ihn getötet habe. Ich glaube, der ist irgendwie verschwunden heimlich. Speichern wir mal. Bin immer noch nicht getroffen worden, also will ich mich nicht beschweren. Jetzt stirb einfach. Dankeschön. Ist da was rausgekommen, was ekelhaft ist? Irgendeine Tür tut sich dauernd bewegen. Bewegt sich dauernd. Das tut es ja nicht, wie meine Grundschullehrerin zu sagen pflegte. Ja, lass mich doch erstmal gucken. Das Level genießen. Auf 100 Leben komme ich, glaube ich, nicht mehr. Es sei denn, ich stelle mich vor den Spawner. Das ist dumm gewesen. Vor den Spawner und farm ein paar Punkte. Aha. Er lebte also wirklich noch. Ich hatte mich nicht geirrt. Er hat sich einfach gut versteckt. Irgendwas habe ich jedenfalls erwischt. Den Fliesenleger, glaube ich. Diese Bombentypen drehen völlig durch. Ich krieg die Bombe nicht klein, Mano. Man zielt halt nicht mit der Mitte, da kommen nur die Raketen raus. Autsch. Ja, das dauert wieder eine Weile. Ich bin halt auch in einer sehr ungünstigen Position wieder mal, wo ich eigentlich nur auf dem Serviertablett, vom Silbertablett serviert werde. So, ist da jetzt noch einer oder? Ja, aber der hält echt nicht mehr viel aus. Den habe ich schon so sehr zugesetzt. Aha, und jetzt kommen die Kleinen. Haben die Großen keinen Bock mehr? Ist der Auftritt der Kleinen. Huch, da ist jemand aber sehr übermütig. Au, mit euch habe ich jetzt nicht gerechnet. Ihr seid aber ganz ungebetene Gäste. Das habe ich, glaube ich, ganz schlecht gespeichert, aber ich wollte unbedingt nochmal speichern. Sekunde, kann ich das irgendwie geiler machen? Mist, der schießt halt direkt. Das ist voll fies. Kann ich da nochmal fliehen? Dann kommen die mir direkt nach, glaube ich.
Nö, ich kann nicht mehr fliehen, ich bin tot. Habe ich ein bisschen für Respekt gesorgt. 10 Shield, genau. Nehme ich hin, bestimmt. So ist das gut. Mist, da kommt eine Rakete. Da kommt eine Rakete direkt auf mich zu. Und der überlebt einfach weiter. Ich kann hier auch nicht ordentlich in Deckung gehen. Hoch. Sekunde mal, das kriege ich noch hin. Das kriege ich noch hin. Ah, yeah. Ich will doch nur laden. Warum wird das nicht akzeptiert, das Alp? Er hat wieder geschossen. Wieso bin ich jetzt direkt tot? Ich habe doch noch 100. Nur weil er mich direkt getroffen hat. Einfach mal volle Pulle reinhalten. Wie er sich einfach gerne, wie er es akzeptiert, getroffen zu werden. Nur damit er mir eine mitgeben kann. Ist halt ein Roboter. Dummer Roboter. Immerhin, jetzt habe ich mal hier ein bisschen Freiraum. Die Bomben um mich herum explodieren alle. Habe ich jetzt hier mal ein bisschen Zeit? Danke. Nehme ich das Shield mit? Die Bombe, geht die auch noch in mein Inventar? Jawohl. Oh, da ist schon wieder einer. Ich würde gerne erstmal hier lang. Das sieht verdächtig aus hier. Hä, irgendwas ist doch aufgegangen. Hä? Was geht denn hier auf? Kurios, das scheint der Feind zu sein, der das anstellt. Darf ich ihn jetzt kurz nochmal frei machen? Dankeschön. Sonst ist ja nichts. Gut, was schon wieder? Alter, die ganze Zeit Türen. Ich bin verwirrt. Ist bestimmt auch hier links plötzlich was? Nein. Gut, können wir weiter im Text gehen? Da hinten ist eine gelbe Tür. Ist das der einzige echte Weg? Nach unten wird es noch gehen. Es geht alles nach unten. Wir werden hier in die Tiefen gerissen. Aha. Der hält so viel aus. Aber er hat leider nicht geschossen. Ich meine zum Glück. Leider für ihn. Dann ist das in Ordnung. Und das nehmen wir mit. Kommt irgendwie sehr leicht vor bisher. Das Level ist zwar am Anfang ein bisschen voll, aber ansonsten jetzt passiert nicht mehr so viel. Ich will mich nicht beschweren. Letzten Endes ist immer ein Spawner, glaube ich, auch entscheidend, wie schwer ein Level wird. Die gelbe Tür sieht aber edel aus. Die haben sie schön verziert. Die haben wir beim letzten Mal, im letzten Level gar nicht gesehen, weil es da nur eine blaue und eine rote Tür, glaube ich, gab. Das war auch schon seltsam genug. Dann nach hier unten, dann speichere ich mal neu. Erst der vierte Stand. Perfekt. So oft habe ich das Lied schon gehört. Allein hier beim Aufnehmen. Wo will er denn jetzt eigentlich hin? Blue Key sucht er. Da ist er ja. Das ging ja. Ist das jetzt ernsthaft ohne. Was sind das wieder für komische Level? So leer. Die haben vergessen, die fertigzustellen. Das letzte System, genau wie in Descent 1. Die wollen einem dann nochmal ein bisschen Ruhe gönnen vom Boss, so scheint es mir irgendwie. Und auch ein bisschen. Oh, so viel dazu. Hätte vielleicht dran denken können, dass wenn man den blauen Schlüssel nimmt, dass da ja meistens gerne mal was passiert. Aber viel ist da auch nicht passiert. Ich setze die ganze Zeit Homings ein, aber man bekommt auch tausende Homings unentwegt. So, dann speichern wir mal. Mal gucken, ob wir den kriegen. Ach, der schießt ja alles voll. Dann kriegt er ein paar Bomben mit. Moment, habe ich die richtige Position? Das war hier. Mal gucken, ob das reicht. Er schiebt die Bomben einfach weg. Genau. Mache ich auch immer. Wenn ich mich cool fühlen will. So, kann ich mich irgendwie so hinstellen, dann kommen die Bomben da besser ran. Mal sehen. Dann halt so, die Bomben selbst bringen irgendwie nichts. Aber man muss sich ja selbst zu helfen wissen. 22,5. Shield nehme ich gerne mit. Die Bomben waren so viele Katz.
glaube, die Gegner sind einfach resistent gegen Bomben. Macht nix. Haben es überlebt, die haben den blauen Schlüssel, schon mal einen ordentlichen Fortschritt. So. Dann, okay. Energy Center hätte ich ganz gerne. Früh vorsorglich, auch wenn es nicht unbedingt so wichtig ist im Moment. Can't reach Yellow Key. Ich will den auch gar nicht. Ich wollte Energy Center. Wieso Yellow Key? Null ist doch rechts und nicht links. Moment, dann so. Finding a Shield. Das ergibt keinen Sinn. A Shield ist hier. Da muss ich eins zurück und dann so. Gut. Vielleicht ist das Problem auch einfach, dass ich hier blind gucken muss. Ich kann zwar 10 Finger schreiben, aber die Zahlen nutze ich dann doch meistens gern lieber auf dem Nummernblock. Theoretisch kann es auch so, aber wie gesagt, Vorlieben. Private Vorlieben. So. Dann sollte ich einfach nur noch mit... Das war doch nur ein Fliesenleger. Sollte ich nur noch mit... Ich hoffe, ich wollte nicht irgendwas Spannendes sagen, denn das Spiel ist mal wieder abgestürzt. Weiß nicht, warum das jetzt am Ende so oft passiert. Der hat sich selbst umgebracht. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Und da ist noch einer. Vielleicht hat der ihn ja auch umgebracht. Warum stürzt das Spiel jetzt eigentlich ständig ab? Und wieso dreht er jetzt schon völlig durch, obwohl ich schon noch ganz weit weg bin? Weil der trifft mich halt. Der muss aber nur an die Wand schießen. Und dann kommt das. Dann gehe ich ein bisschen weiter weg. Hilft das? Nö. So nicht. Ich bräuchte eine Smart. Genau wie er sie nutzt. Die würde helfen. Ich muss erstmal weggehen. In Sicherheit. Würde da vielleicht eine Homing reinkommen? Ich glaube nicht. Er kann noch gar nicht wissen, dass ich da bin. Wieso schießt er denn dann schon? Ich meine, es stürzt ja nicht alle 2 Minuten ab das Spiel. Das Head könnte schlimmer sein. Bei Destiny 3 ist das, glaube ich, schlimmer. Aber hier haben sie es schon angefangen mit dem Verbocken. Hier gegen Ende haben sie die Grundsätze gelegt für Destiny 3. Ich schieße jetzt einfach dagegen, das sollte doch reichen, oder? Nicht ganz. Der hat eine gute Position, da kommt man nicht leicht dran. Homing. Ich probiere es mal mit Homings. Nee, Homings haben keine Möglichkeit, so einen Knicks zu machen. Dumm. Muss ich da echt? Ich habe 98 Shield gerade. Und jetzt habe ich 8 Shield. Genau, so mache ich das bestimmt. Das geht nicht. Ich brauche eine Guided. Ich nehme einfach eine Guided. Das ist doch die einfachste Variante, glaube ich. Hier ist das echt notwendig, aber nicht gegen die Wand. So, und nach unten. Oh, hat er jetzt echt so eine Position, wo ich eine Smart brauche, oder wie? Die wollen mich doch verarschen. Ich komme da nicht durch. Doch, es geht. Ich muss nur echt ganz schnell nach unten. Alter. Bei einem ordentlichen Shooter geht das ein bisschen schneller. So, speichern. Er hat nicht getroffen. Der hält bestimmt nicht mehr aus als 2, maximal 3. Da ist er tot. Kommt da was raus? Da braucht man halt echt seine Geheimwaffe, die Guideds. Und ich kann durch die blaue Tür. Sieht auch sehr schön aus. Also, das ist mir im letzten Level nicht aufgefallen. Vielleicht war das auch nicht so, oder? Ist das doch ein bisschen mehr, also mehr levelabhängig und nicht systemabhängig. Wer weiß. Ah, Shield. Das ist ein schönes... Schönes Willkommen heißen mal wieder. Aber an sich sind die letzten Level, glaube ich, eh nicht schwer. So, ist in Ordnung, würde ich sagen. Speichern. Dass ich die mal mit Laser umbringe, hätte ich auch nicht gedacht. Ein lässiger Schuss dahin. Sie fliegen einfach rein. Und mit diesem schönen Erfolgserlebnis würde ich sagen, wäre es irgendwas aufgegangen, oder? Oh, ich hab's gehört, ich hab's gehört. Aber was ich sagen wollte, ich nehme das noch mit. Und das. Dann speichern. Und mit diesem schönen Erfolgserlebnis, da haben wir sogar das Energy Center. Ja, perfekt. Wir haben eigentlich alles erreicht, was wir wollen in diesem Level. Es fehlen nur noch die 2 Schlüssel. Gelb und Rot. Und der Boss. Bergtor nur. Kein richtiger Boss. Ich hab dich gesehen.
Und ich habe dich getötet. Okay, 90 Shield, wie viel hat er mir abgenommen? Ich würde es gerne wissen. 98. 8 Shield hätte man eigentlich in Ordnung sagen können, aber es regt mich auf, dass ich ihn eigentlich töte und die Druckwelle mich trotzdem noch kriegt. Er hat mir jetzt sogar noch mehr abgenommen, das ist komisch. Die Gauss macht ihn noch wilder. Alter, 3 Shield meinetwegen, aber es ist echt nervig, dieser Gegner. Total unfair. Ich will auch so eine Druckwelle erzeugen, wenn ich sterbe und mal den ganzen Schmonzpokus hier mitnehmen in den Tod. So, ich bin wieder... Oh! Das ist der Guided, nur. Bis hierhin okay. Ich wollte eigentlich aufhören, ne? Ich mach gleich auf. Aufhören, Schluss. Zack, nehmen wir das Shield noch mit. Was liegt denn da so rum? Das ist echt so ein Auffülllevel, glaube ich. Oh, da ist noch jemand. Ich habe geahnt, dass da noch jemand ist, aber ich dachte, es kommt keiner, dann ist da wohl auch keiner. Oh, wer ist denn da noch? Gut, den machen wir dann beim nächsten Mal. Wir wissen, dass er da ist und wenn nicht, dann werde ich das schon merken. Danke fürs Zusehen. Mein Name ist Sam. Tschüss.